Herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video nehmen wir dich mit auf unsere unvergessliche Reise mit der AIDA Cosma zu den Kanarischen Inseln und Madeira ab Gran Canaria. Die Reise-Highlights: Erkundung der traumhaften Kanarischen Inseln und dem bezaubernden Madeira. Entdecke mit uns die einzigartige Schönheit der Inseln im Atlantik. Genieße festliche Stimmung an Bord während der Adventszeit. Hört euch unsere Insider-Tipps an. Tauche ein in die vielfältigen Annehmlichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten der AIDA Cosma. Der Reisezeitraum, in dem wir unterwegs waren, war der 16. Dezember 2023 bis 23. Dezember 2023. Bist du bereit für Sonne, Spaß und unvergessliche Momente auf See? Vergiss nicht zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu geben, wenn dir das Video gefallen hat. Teile deine Vorfreude in den Kommentaren und lass uns gemeinsam die Magie dieser Unser Tag begann mit einem entspannten Spaziergang entlang der Promenade am Las Canteras Strand. Von dort aus schlenderten wir durch die charmante Stadt, bevor wir schließlich den Kreuzfahrthafen erreichten. Obwohl wir um 10 Uhr ankamen, mussten wir bis 10.30 Uhr warten, bis der Check-in begann. Lasst uns gemeinsam diese einzigartige Reise beginnen und erfahren, welche faszinierenden Eindrücke uns auf dem Weg zur AIDA Cosma erwarteten. Nach einem reibungslosen Check-in betraten wir endlich das Schiff. Unsere Innenkabine war bereits hergerichtet und wartete darauf, dass wir zu viert einziehen konnten, was unserer Reise eine zusätzliche gesellige Note verlieh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Nach dem Einzug haben wir natürlich hungrig gefrühstückt. Leider war nur noch die Streetfood-Ecke geöffnet, was aber völlig in Ordnung war. Anschließend schlenderten wir ein wenig um das Schiff herum und erkundeten es genauer. Nachdem wir das Schiff ausgiebig erkundet hatten, verbrachten wir den Tag am Pool und genossen eine Kleinigkeit im Fuego-Restaurant. Gegen Abend reservierten wir einen Tisch im French Kiss. Später, um 20 Uhr, spielten wir eine Runde Volleyball und schauten uns um 22 Uhr das Auslaufen des Schiffes an. Der nächste Tag wurde zu einem Seetag, an dem wir eine Vielzahl von wunderbaren Aktivitäten erlebten. Wir unternahmen ausgedehnte Spaziergänge, nahmen an verschiedenen Sportaktivitäten teil, genossen köstliche Mahlzeiten und ließen uns auch auf eine Runde Bingo ein. Abends setzten wir die Feierlichkeit fort, erlebten das Unterhaltungsangebot an Bord und schufen gemeinsam unvergessliche Erinnerungen. Hier sind natürlich einige Impressionen von diesem abwechslungsreichen Tag. Thank you.
Der neue Tag begann auf der bezaubernden Insel Madeira mit der Gewissheit, ein wahres Juwel im Atlantik zu erkunden. Die Insel beeindruckt mit üppigen Landschaften, majestätischen Bergen und einer reichen kulturellen Vielfalt. Um die Schönheit in vollen Zügen zu genießen, entschieden wir uns, einen Mietwagen zu nehmen, der erschwingliche 50 Euro kostete. Mit Hilfe von ChatGPT schlug uns die KI eine Route vor, die sich als absolut fantastisch erwies. Hier sind die beeindruckenden Impressionen. Während meines Besuchs auf Madeira hatte ich die Gelegenheit, den Cristiano Ronaldo Madeira International Airport zu erkunden. Es war faszinierend, das geschäftige Treiben des Flughafens zu beobachten und die Vielfalt der Flugzeuge zu bewundern, die dort starteten und landeten.
Danach sind wir wieder paar schöne Spots auf der Insel angefahren und zum Schluss ging es dann für uns ins Cristiano Ronaldo Fußballmuseum. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Vielen Dank, dass ihr euch den ersten Block unserer Kreuzfahrt angeschaut habt. Wenn euch die Reise genauso fasziniert hat wie uns, dann abonniert gerne unseren Kanal, um kein Highlight zu verpassen. Freut euch schon auf den nächsten Block, der demnächst erscheinen wird und die anderen Inseln unserer Reise erkundet. Es warten noch viele spannende Abenteuer und beeindruckende Highlights auf euch. Bleibt dran und seid gespannt auf die kommenden Reiseerlebnisse.